Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer neuen Episode FIFA 20. Was für ein knappes Ding gegen Benfica Lissabon in der letzten Episode. Hinten gelegen, geführt, hinten gelegen, am Ende ein knapper 4 zu 3 Erfolg. Ja, manchmal ist es schwierig zu reden. 4 zu 3 Sieg und damit weiterhin ungeschlagen in der Champions League mit 3 Siegen vor allen Dingen. Hack ist zufrieden, ja, dass er einfach weiter so machen soll und wenn ich nicht öfter einsetze, soll er halt irgendwie meckern. Warum? Du hast gerade in der Startelf gestanden und sogar durchgespielt in der Champions League. Also was willst du eigentlich von mir? Herr Mateta. Monsieur Jean-Philippe Mateta. Jetzt gegen Hannover und dann das Pokalspiel gegen Frankfurt. In Ordnung. Wo steht denn Hannover aktuell? Wie ist denn ihre Saison bisher gelaufen? Eher semi-gut. 4 Punkte aus 8 Spielen. 15. Müssen wir mal schauen, wie wir da agieren wollen. Bei Frankfurt ist sehr gut gestartet. 2. aktuell. Und es wird sicherlich kein einfaches Spiel im Pokal. Doch, Pokal im Blick. Aber zunächst einmal natürlich vor uns. Das Ligaspiel gegen Hannover 96. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und seid dann auch in der nächsten Episode dabei, wenn es weitergeht gegen Eintracht Frankfurt. Doch zunächst einmal Bundesliga-Alltag. Mainz 05 gegen Hannover 96. Viel Spaß bei der Zusammenfassung. Unter der Woche die Mainzer mit dem spannenden 4:3 Erfolg gegen Benfica Lissabon. Heute in der Liga geht es gegen Hannover 96 und das beginnt mit der gelben Karte für Edmilson Fernandes. Freistoß für die Niedersachsen. Ja, Duck springt den Ball hoch rein, aber kein Problem für Rabmann im Tor der 05er. Der will das Spiel schnell machen. Weiter Ball auf Onisivo, doch Joaquin geht dazwischen. Semedo auf Weidam, der liegt weiter auf Dux. Mainz geht dazwischen und sie kontern. Perro schön auf Meier. Heute wieder in der Startformation der junge Wilde. Schön direkt gespielt von Onisivo. Links raus auf Ryan Sessegnon. Der zieht in den Strafraum. Sessegnon versucht es selbst. Gut gehalten von Esser und Onisivo kriegt den Nachschuss nicht unter Kontrolle. Ein paar Minuten später Hannover mit dem Einwurf. Aber gut eingesetzt von Fernandes. Schön den Ball gewinnen und Mainz schaltet wieder um. Onisivo in den Lauf von Ryan Sessegnon. Der ist im Strafraum. Sessegnon legt nochmal ab. Da kommt Meier. Gut gehalten von Esser. Der Ball wird geklärt, doch Mainz setzt direkt nach. Küchler. Fritz Tonali. Schön auf Meier. Direkt auf Onisivo. Der mit der Hacke wieder in den Lauf von Meier. Doch Esser geht dazwischen. Gute Anfangsphase in der Partie. Und wir schauen nochmal auf die bessere Möglichkeit für Meier eben. Hier Ryan Sessegnon hätte es allein machen können. Legt nochmal quer in den Lauf von Meier. Der nimmt den Ball direkt. Natürlich gestört vom Verteidiger, aber auch gut gehalten von Esser. Nach 20 Minuten Freistoß für Hannover in der eigenen Hälfte. Aber Mainz hat das Leder. Geht Rüder rüber auf Perrault. Der verliert aber den Ball und Haraguchi geht dazwischen. Starker Einsatz von Haraguchi. Flanke in die Mitte, Rabmann. Faustet raus. Semedo setzt nach. Fossum. Fossum versucht und Rabmann geht dazwischen. Schön zur Ecke geklärt. Gute Möglichkeit. Schöne Möglichkeit hier für Hannover. Strammer Schuss von Fossum. Aber auch eine gute Parade vom Rabmann im Tor der 05er. Die anschließende Ecke. Ja, die wird reingebracht von Fossum. Hoch Richtung Elfmeterpunkt. Rabmann geht dazwischen. Haraguchi nimmt ihn direkt und er war knapp. Volles Risiko von Haraguchi. Wir sehen es hier nochmal. Schöner Volley-Schuss direkt abgenommen. Und er wäre richtig gut gewesen. Nur ein Stück zu weit nach links vom Schützen aus. Das sehen wir hier. Das wäre ein Traumtor gewesen. Halbe Stunde gespielt. Mainz kommt. Onisivo. Ja, steckt durch auf Fernandes. Der setzt nochmal nach. Aber Isser hat den Ball. Ohne Probleme. Esser mit dem weiten Abschlag Richtung, Richtung Mittelfeld. Aber Mainz hat den Ball. Kommt direkt wieder. Meier, Fernandes. Perrault. Wieder Fernandes, Meier. Meier hält den Ball. Also sie finden keine Lücke. Dann Meier mit dieser Idee auf Fernandes. Schöne Chance. Fernandes! Aber vorbei. Da haben die erst die Lücke gesucht und dann hat Meier den Gedankenblitz in die Gasse zu spielen. Doch Fernandes verzieht knapp. Kurz vor der Halbzeit nochmal die Mainzer. Über Küchler. In den Lauf von Silva. Silva ist im Strafraum, liegt nochmal zurück. Fernandes legt direkt weiter auf Onisivo. Aber der Schuss nicht platziert genug. Kein Problem für Esser. Der mit dem Abschlag.
Und da bleibt Hannover auch im Ballbesitz, wird dann gefoult und deswegen Freistoß für Hannover 96 im Mittelfeld. Joaquin tritt den Ball auf Duxch, der liegt aber auf Fossum. Hält den Ball schön, lässt er da Fernandes aussteigen, links raus auf Muslia. Muslia, schön im Doppelpass, dann hat die Mainzer den Ball. Öztunali setzt sich gegen zwei durch. Öztunali schickt Edemil zum Fernandes mit diesem Ball in den Lauf. Oh, plötzlich sind die Mainzer in Überzahl. 3-1 in der Mitte. Fernandes, oh, der wird geblockt. Fernandes macht es alleine. Fernandes 1-0 für Mainz. Kurz vor dem Pausenpfiff gehen die 05er in Führung. Edemilson Fernandes hat eigentlich das Tempo schon wieder rausgenommen, weil in der Mitte war eine 3-1 Überzahl. Hier sieht man es. Und urplötzlich wird der Passweg zugemacht. Er wird gedoppelt. Und dann muss er es alleine versuchen. Trifft gegen Esser ins lange Eck. Aus der Distanz natürlich nichts zu machen für Esser. Und dann muss der Verteidiger viel früher rangehen. Und trotz dieses späten Nackenschlags in der ersten Hälfte kommt Hannover motiviert und offensiv aus der Kabine. Hier sehen wir Muslija, super Solo auf der linken Seite. Und wird aber dann von Edimito Fernandes zur Ecke geklärt. Fossum bringt die Ecke rein. Ja, wieder hoch rein, Kopfball und Rabmann geht auf Nummer sicher. Rabmann klärt zur nächsten Ecke. Geht auf Nummer sicher, gar keine Anstalten machen, einfach direkt zur Ecke klären. Die bringt wieder Fossum rein. Ja, komm, wieder hoch rein. Raus der Köpf, Küchler klärt. Doch, Hannover bleibt im Ballbesitz. Haraguchi, Semedo, Korb. Korb, schön in den Lauf von Haraguchi. Und Rabmann ist unten. Kann parieren. Schöner Schuss von Haraguchi. Starker Flachschuss hier, aber Rabmann kommt noch schnell genug runter. Klärt zur Ecke, die nichts einbringt. Hannover macht weiter Druck. Semedo. Aber guter Einsatz von Fernandes. Semedo bleibt im Ballbesitz. Duxch weiter auf Weidand. Wieder Semedo, Weidand. Ja, sie gewinnen zwar ein bisschen Raum, aber sie finden aktuell keine Lücke. Die Mainzer Defensive steht relativ ordentlich, deswegen wieder zurück auf Fossum. Weidand, jetzt schöner Ball in den Lauf von Duxch. Duxch abgeblockt. Und nochmal Duxch, da ist er drin, Ausgleich. Der hochverdiente Ausgleich für Hannover. Da haben sie sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Sie haben gewartet, wo ist die Lücke? Und dann findet Weidand die Lücke. Schöner Ball in den Lauf von Duxch. Der versucht es noch mit dem ersten Abschluss. Wir sehen das gleich hier nochmal. Gertrüder springt aber dazwischen, blockt ab. Und dann kriegt er eben den Ball wieder vor die Füße. Macht ihn mit links. Rabmann war wohl noch knapp dran. Kann aber den Einschlag nicht verhindern. Hier sehen wir es. Hochverdienter Ausgleich für Hannover 96, weil sie nach dem Pausenanpfiff besser waren. Aber Mainz wechselt offensiv. Lee eingewechselt auf Onisivo. Onisivo direkt die Antwort. Mainz wieder in Führung. 2-1. Der Jubel von Hannover hat nicht lang gehalten, denn die Mainzer reagieren sofort wieder mit einem Treffer. Wie schon in der Champions League gegen Lissabon. Machen sie es schnell. Schöner Ball von gerade eingewechselten Lee in den Lauf von Onisivo. Der bleibt dann da eiskalt vor Esser, legt den Ball an ihm vorbei zur erneuten Führung für die Mainzer. Aber das Spiel bleibt weiterhin offen. Jetzt kommt wieder Hannover, gerade im Gegenzug. Haraguchi mit der schlechten Flanke. Küchler geht dazwischen. Und Traoré schaltet den Turbo ein. Er überläuft den ersten. Er überläuft den zweiten mit einem schönen Doppelpass. Dann ist er durch. Traoré weiter auf Fernandes. Esser pariert. Viertelstunde vor dem Ende. Freistoß für Hannover. Haraguchi legt ab. Duxch in die Mauer. Und Mainz klärt. Kommt der Möglichkeit. Lee verhindert den Ball. Verlust und greift nun selbst an. Lässt Korb stehen. Immer noch Lee. Kann gegen Lee. Zieht jetzt Richtung Strafraum. Kann gegen Lee. Mit dem Haken. Legt ab. Aber gut gehalten von Esser. Doch, da war Abseits. Und Isivo stammt in Abseits. Das sehen wir gleich nochmal. Im Moment der Ballabgabe von die hier sehen wir es eindeutig. Abseits Onisivo. Ja, Esser mit dem Freistoß, aber Bumerang, Fernandes köpft zu Lee. Lee weiter auf Burkhardt, der ist schön rübergelegt auf Traoré. Traoré liegt quer, das Tor ist leer, Onisivo 3-1. Diesmal zählt's, Onisivo steht völlig frei da, schön den Ball verteilt vom eingewechselten Jonathan Burkhardt, der Traoré auf der rechten Seite mitnimmt, der hat den Blick. Für den freien Onisivo,
Der muss dann nur noch den Fuß hinhalten, macht das 3:1 für die Mainzer. Und das ist natürlich sowas wie eine Vorentscheidung, auch wenn Hannover sehr gut mitgespielt hat. Und sie geben sich nicht auf. Sie kommen wieder. 8 Minuten vor dem Ende. Duxch kriegt den Ball, schön angespielt, weiter auf Haraguchi. Marina. Ja, der Ball ist weg. Denkst du, Marina, schön durchgedreht auf Hogan. Hogan, 3:2, die schnelle Antwort. Hannover hofft wieder. Es bleiben noch knapp 10 Minuten, wenn man die Nachspielzeit mit einbringt. Und hier schöner Ball mit der Hacke von Marina in den Lauf von Hogan. Der bleibt eiskalt vor Rabmann. Küchler kriegt den Ball nicht rein. Hogan schaut kurz, ist kein Abseits. Und dann macht er den Ball rein. Rabmann kommt nicht mehr ran. Und wir sind in der Schlussphase. Die letzten Minuten laufen. Hannover mit dem Mut der Verzweiflung. Hogan. Wird angegangen von Fernandes, aber Hogan verhindert hier den Ballverlust. Schöner Doppelpass. Hogan ist durch. Hogan! Und da kommt Rabmann dazwischen. Dann hat er den Ball. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es drauf. Mainz will kontern, verliert aber den Ball. Joaquin, Franke. Ja, die müssen aber nach vorne. Sie müssen nach vorne. Ein Drittel der Zeit ist schon um. Hannover kommt nochmal. Ihnen läuft die Zeit natürlich weg. Semedo. Ja, sie lassen sich Zeit. Sie suchen die Lücke. Die Nachspielzeit ist gleich abgelaufen. Der Schiri pfeift noch nicht ab. Hannover kriegt diesen Angriff noch. Sie kommen über Haraguchi. Weiter auf Semedo. Semedo, schöne Einzelleistung. Semedo. Immer noch Semedo. Legt ab. Der Korb geht rüber. Mainz gewinnt am Ende mit 3:2. Das war's. Was für eine Schlussphase. Was für ein Match. Mainz gegen Hannover 96.